Ja, das ist wieder ganz, ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Und zwar heute mal ein bisschen LS zocken. Aber mal nur so, just for fun. Ich habe eine neue Map angefangen. Ich teste gerade auch mal beiläufig ein neues Headset. Ich hoffe, dass der Sound hier vom Spiel nicht zu laut ist. Ich habe ganz schön laut auf dem Kopfhörer, muss ich sagen. Aber egal, was soll's. Wir testen einfach mal an näher. Map. Mit Buyable Orts oder wie sich es nennt. Also kaufbare Objekte. Das ist hier die Map. Kommen auf der Insel. Das ist irgendwie hier so eine Inselmap. Ich habe keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich wollte einfach mal wieder LS zocken und wollte mal nur wieder irgendwie ein bisschen dummes Zeug machen. So, wir haben hier einen Trecker. Wir haben noch einen Trecker. Ich stelle jetzt erstmal einfach mal nur so hintereinander. Dann liegt da so ein bisschen Gerümpel in dem Schuppen. Da hinten steht was im Schuppen. Hier ist den können wir eigentlich mal wieder losjagen. Dann haben wir hier einen zum Fahren des, ich glaube, Rockwüste, dass ich das jetzt richtig gerade gesehen habe. Und ich habe mein Lieblingsgefährt schon mal gekauft. Problem ist, ich habe kein Geld. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schnellstens zu Geld kommen. Was in der Kombination natürlich leider noch nicht möglich ist. So, das heißt, wir sollten erstmal zusehen, dass wir hier gucken, wie fern die Bäume hier. Ja, gut, Ast rein. So, so, wechseln. Gucken, was wir hier wegmähen können. So, erstmal ein bisschen Gras organisieren. Den LS-Geschichten, was LS17 betrifft. Ich habe mich noch nicht durchgerungen, es zu kaufen. Ich wollte da eigentlich noch ein bisschen mit warten. Vielleicht wird es ja irgendwie noch mal günstig oder so. Weil mir ist es momentan eigentlich, ja, ich sage einfach mal, ein bisschen zu teuer, um es aber zu kaufen. Das einmal zum LS17. Es gibt ja wieder genug Leute, die der Meinung sind, ja, mit diesem Grasshopper hier, da kannst du ja auch gleich das Geld cheaten. Könnte man, sicher. Nur mit dem Ding habe ich hier eigentlich einen Heidenspaß. Man kann das Gerät halt für der Gerät für alles Mögliche verwenden. Es lasse sich hier, ja, wie man sieht, schon Frontlader dran friemeln. Sämtliche Ackergeräte lassen sich dran bauen. Der kostet nicht so viel. Damit kann man eigentlich relativ schnell mal zu ein bisschen Kohle kommen, ohne jetzt hier Stunden zu verbringen und hier irgendwie zu Geld zu kommen. Um zu Geld zu kommen. So rum sollte es sein. Warum mache ich das Video? Keine Ahnung, weil ich Langeweile habe, weil ich momentan gerade mal die Zeit dazu habe und eigentlich im Moment mit Minecraft ein bisschen mit der Altstadt ein bisschen hänge. Da sind wir noch nicht so 100%, wie es da jetzt weitergehen sollte. Wir haben so ein bisschen was aus einer Survival-Welt nochmal mit übernommen und gut. Halloween-Special. Gut, das ist jetzt nun halt ein bisschen spät für. Gibt es halt keins. Und ja, was Minecraft betrifft,
soll es demnächst, weil wie der eine oder andere schon festgestellt hat, habe ich jetzt endlich mal eine vernünftige Internetleitung und kann somit auch meinen Livestream machen. Sprich, es soll demnächst hier angehen, dass ich die Minecart-Bahn mal fahre. Warum geht das nicht? Was kann ich denn hier Schönes kaufen? Weil die so ein Förderband ist. Gucken. Ein Mistlagerband. Ja gut, das kann ich mir aber nicht leisten. Also weg. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau, Livestream. Ich muss sagen, ich bin schon fast drauf und dran, nur noch einen Livestream zu machen, weil dann einfach diese lästige Schneiderei von den Videos wegfällt und ich dieses Theater nicht mehr habe, dass ich hier stundenlang sitze und noch Videos rendern muss und so weiter. Der Upload an sich geht jetzt rasend schnell. Brauche für so ein 15-Minuten-Video brauche ich noch ungefähr mal zwischen 7 bis 10 Minuten ungefähr maximal für ein Upload. Jetzt fahren wir hier erstmal durch den Garten und mähen hier erstmal. Und somit ist die Upload-Zeit jetzt nicht mehr das ganz Extreme, wo ich ja vorher sonst Ewigkeiten gesessen habe und gebraucht habe, bis ich hier den Upload, sag ich mal, fertig hatte. Deswegen bin ich schon mehr fast hinten, erstmal am Sortieren, dahin zu tendieren, dass ich sage, ich mache das Ganze nur noch Livestream-mäßig, weil ja, es fällt halt diese lästige Schneiderei von den Videos weg. Gut, es gibt da jetzt natürlich keinen Vorspann, aber weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt zwangsläufig wichtig ist, dass da ein Vorspann drauf vor ist oder so. Ich denke eher nicht. Woher die Videos kommen, gut, das sieht man sowieso. Der Vorspann, das Intro, verändert jetzt auch nicht wirklich was an der Videoqualität. Also somit macht es jetzt wenig Unterschied eigentlich, ob er nun da ist oder nicht da ist. Nur es ist halt für mich einfacher mit dem Livestream. Kann ich halt einfach nebenbei laufen lassen. Das wird gleich hochgenudelt. Ja, setze im Prinzip noch ein Bildchen für den Fall, dass ich eins haben möchte. Da noch ein Bildchen vor. Und schreibe vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Hab aber dann eher schon auch die Möglichkeit, dass vielleicht der ein oder andere vielleicht auch nochmal einen Kommentar oder eine Anregung oder irgendwas dazu abgeben könnte, währenddessen ich das spiele hier. Wollen wir mal gucken. Da bin ich also, wie gesagt, noch ein bisschen am Überlegen, ob ich das so mache oder nicht. Vielleicht, wenn da irgendwie einer Lust und Bock hat, ja, kann ja mal reinschreiben irgendwie in die Kommentare, ob er Livestream oder weil doch hier. Ist gefriemelt mit dem Videoschnitt. Auf jeden Fall soll es definitiv einen Livestream geben. Der wird sich dann ja, im Bereich Minecraft aufhalten. Und zwar auf dem Megaprojekt des Servers selber. Vielleicht, dass der ein oder andere Bock hat, den Abend dann dabei zu sein. Und ja, vielleicht auch mal ein bisschen rumzugucken und so weiter. Denn der Livestream wird voraussichtlich, so meine dumpfe Befürchtung, eine Zeit von ungefähr, grob über den Daumen geschätzt, Minimum 4,5, wahrscheinlich eher 5 Stunden haben. Da weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau, wie ich das mache. Weil 5 Stunden am Stück, muss ich ganz ehrlich eingestehen, habe ich jetzt auch nicht so die mega Lust, das hier in eins durchzuziehen. Aber sollte eigentlich die Minecart-Bahn gefahren werden, währenddessen. Und ja, ich erzähle immer nur, sie hat 4,5 Stunden Fahrzeit.
Es ist aber bis jetzt noch keiner, der es jetzt wieder neu ausprobiert hat. Und es ist auch, ist keiner, der es bis jetzt, sage ich mal so, wirklich gemessen hat. Also somit könnte ich ja viel erzählen, ne? Also von daher wollen wir das jetzt machen, dass wir einfach sagen, okay, wir setzen uns hin, Livestream, Attacke und dann 4,5, 5 Stunden. Ja, ich bin noch am Tüfteln momentan, wie ich mal so kleine Pausen mit reinpacke, weil ich sage mal so, man will vielleicht mal eine Kleinigkeit zwischendurch trinken, eine Kleinigkeit essen und vielleicht auch mal aufs Klöchen gehen. Und ja, während das Minecart läuft und ja, man da drin sitzt, ist das dann immer schwierig, weil ja, man guckt halt irgendwie ja immer in die Richtung, in die die Maus halt gerade mal so zeigt. Und somit ist dann halt einfach ja auch mal eine Zeit lang nichts zu sehen. Urks. Wenn man halt eben mal nicht gerade am PC sitzt. Und um das halt einfach zu brücken, bin ich noch am Tüfteln. Wie ich das mache, dass ich an gewissen Stellen einfach so eine Art Pause einbaue. Das heißt, man fährt im Prinzip mit dem Minecart in so eine Art Halteposition. Dann läuft eine Glock oder was in der Art, wird dann ausgelöst. Und man wird nach, ich sage jetzt einfach mal, 5 Minuten, wird man dann wieder angeschubst und es geht weiter. Die Stellen, wo es denn halt eben, wo man halt angeschubst wird, die werden natürlich dann logischerweise aus der Fahrzeit, sage ich mal, rausgerechnet. Und somit hat man dann noch eine effektive Fahrzeit, ne? Weil ich sage, ich kann jetzt überall irgendwelche Pausen mit reinfriemeln und wir haben locker 5 Stunden erreicht, haben davon aber, ich sage einfach mal, 30 Pausen. Wieso habe ich nicht genug Geld? Das ist doof. Dann hole ich mir erstmal, nee, die auch nicht, die wollte ich nicht. Die will ich haben. Die kann ich mir leisten. Dann hat man halt eben die Pausen damit drin und der eine oder andere, der dann sagt, da sind die ganzen Pausen mit drin und ja, somit kann man natürlich sagen, man hat eine 4 Stunden Fahrzeit. Man kennt das ja, wie es ist, ne? So, jetzt nehmen wir schon mal die Säge mit. Nochmal die schon mal. Jetzt müssen wir noch irgendwie zusehen, dass wir 50.000 zusammenkriegen, damit wir noch das Sägewerk da vorne, der Schnetzel-Dingsbums da kaufen können. Aber halt, erstmal tanken wir nochmal schnell. Nicht, dass wir liegen bleiben. Ah, da bin ich, wie gesagt, da bin ich noch am Tüfteln, wie ich das mit diesen Pausendingern. Ich habe mir da schon so ein bisschen was einfallen lassen, was halt. Nicht die Säge, den wollte ich. Ich habe mir da schon ein bisschen was einfallen lassen, wie ich das machen könnte. Problematik ist halt einfach dabei, dass ich jetzt auch noch zusehen muss, dass ich die Dinger irgendwo eingebaut kriege, ne? Also es ist ja nicht nur, dass sie da sind und dass sie dann auch funktionieren. Ich muss sie halt auch dementsprechend an die passenden Stellen machen. Es macht dann keinen Sinn, wenn, ich sag mal, die Dinger irgendwo im 10-Minuten-Abstand sind und man dann 2 Stunden rumjuckelt und da kommt gar nichts. Da die Minecraft-Bahn an sich ja ziemlich verworren ist, das war natürlich jetzt geschickt, ziemlich verworren, ziemlich verwinkelt auch ist. Das ist dann immer nicht so ganz einfach, da eine Position zu finden, wo kann ich jetzt so eine Pausenecke reinbauen. Das heißt, ich müsste selber dann nochmal fahren.
Und ungefähr dann immer so nach einer Stunde oder so mal so ein Pausen, wie so eine Pausen-Dingsbums da, naja, das ist, was ich meine, da reinzubauen. Damit man dann halt einfach auch mal wirklich sagen kann, okay, jetzt kann jeder mal aufs Klo, was trinken, was essen, wie auch immer. Oder es kann mal irgendwer neu joinen, wie auch immer. Irgendwie so in dieser Richtung. So ist zumindest die Planung. Ob das jetzt so alles so funktioniert, werden wir mal sehen. Aber ich denke schon. Also wir haben jetzt schon so viel da aufgebaut und hingebaut. Wir müssen noch das wieder wie üblich noch das ein oder andere noch mit anklemmen. Da sind noch nicht Maschinen grob in der Nähe. Und ja, muss halt noch gemacht werden. Kommt aber noch. Und somit also, ja, denke ich mal, die 4,5 Stunden haben wir definitiv geknackt. Also definitiv. Ich vermute mal sogar eher, dass wir schon grob fast an eine 5 Stunden rankommen. Das heißt, ich muss mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Pausenecken reinbasteln, wo man dann halt einfach mal wirklich so 10 Minuten mal steht oder so. Aber mal gucken. Ja, LS, wie gesagt, 17 überlege ich. Aber momentan, wie gesagt, noch nicht zu dem Preis. Da warte ich noch ein bisschen, ob da vielleicht noch irgendwas passiert. Ich bin ja immer noch guter Hoffnung. Und nun müssen wir mal einfach mal weiter schauen, ne? So, jetzt muss ich irgendwie zusehen mal, dass ich hier wieder so ein Häufchen finde. Dass ich das Gras hier loswerde. Um dazu Kohle zu machen. Also langsam wird dazu schwer. Wo bin ich hier überhaupt? Wo bin ich? Wer bin ich? Was bin ich? Ich fahre jetzt einfach erstmal durch die Hecke. Ich glaube, von wegen, ich fahre durch die Hecke. Hehehe. Okay. Dann fahre ich halt drum rum. Glaube, ich bin auf dem Hof. Uah. Ja, ich bin auf dem Hof. Okay. So. Hier habe ich aber, glaube ich, nichts, wo ich das Gras loswerde, habe ich das dumpfe Gefühl. Aber hier kann man irgendwas Gebeiztes reintun. Keine Ahnung, was da reingeht. Was ist das hier? Das müsste aufgehen, wenn ich da rankomme, oder? Auf jeden Fall was reinkippen. Auch wenn es nicht aufgeht. Kübisäule oben drauf. Ich könnte natürlich jetzt einmal den ganzen Klumpatsch, den ich jetzt hier nicht brauche, ja, mal verkaufen, ne? Das Schneidwerke-Dönse brauchen wir. Den können wir schon mal weghauen. Den brauchen wir nicht. Mich damit. Das hier brauchen wir auch nicht. Mich damit. Da kaufen wir später eins, was alle Funktionen in eins hat. So, das kann auch weg. Das kann auch weg. Das ist sowieso Blödsinn hier. Mich damit. Das ist auch Müll. Kann auch weg. So. Diese ganzen Gewichte. Die, das brauchen wir, das brauchen wir. Die Gewichte. Ja, wir können sie erstmal behalten. So, welchen der Trecker hatte ich da hinten? Ich glaube, der hier, der Case war das. Natürlich gerade den teuersten Trecker dahin gebammelt. Na egal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal Kohle. Wir brauchen Fossgeräte, wir brauchen das Häckselgings hier. Das nehmen wir mal. Wie das nehmen wir denn mal in grün? Nehmen wir in grün. So, jetzt haben wir das schon mal.
Jetzt haben wir noch 86.000. Was kostet denn hier der LKW, der Kipper? Da 279.000. Ui, 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 ui. Ja, gut, dann fahren wir halt noch ein bisschen. Also auf jeden Fall erstmal hier den Kram loswerden. Ja, hier ist auch zu dämlich. Na komm. Hey, du hast Autokombi drin, also seh zu. Du musst da rumfahren, aber es ist wahrscheinlich zu eng hier. So halt mal ein Stück selber fahren. Ach, den Mist müssen wir auch noch einsammeln hier nachher. Hafer was. So, kriegst du es jetzt wieder alleine hin, ja? Sehr schön. Versuchen wir mal abzutanken. Was ist mit dem Zaun hier? Na klar. Ja gut, dann warten wir, bis er hier vorne vorbei ist. Ich bin da. Sollte den mal umstellen. Waren diese Konfiguration? Was war denn das hier? 5, 5. Kombi. War das das Stoppen? Halt mal an hier. Diese Seite abtanken muss stehen, fahren, stehen, so. So wollte ich das haben. Weil ich jetzt hier nämlich nebenfahre, bleibt er stehen, hoffe ich. Spring an. Den brauchen wir erstmal hier ausschalten. So. Der fährt sich eine Kanne zurecht hier. Komm, mach leer. So, wo fährst du lang? Okay. Besoffen? Sieht so aus. Achso, ich wollte nur mal gucken, was kostet denn dieser Sammel? Ladewagen? Was da? Nicht der, der andere. Wo war denn der unter Diverses? Segen, Autos. Also, dass sie das jetzt hier so umgefriemelt haben, dass das jetzt genauso schon wie beim 17er ist, dass die Geräte hier irgendwie nur als Mod irgendwo mit ein bisschen Glück gekennzeichnet werden und hier einfach mit unter dem ganzen anderen Gerümpel rumliegen, das finde ich persönlich doof.
absolut doof. Weil man findet nichts mehr wieder. Wo ist denn jetzt der unter Kipper? Nee. War denn doch? Da ist er. Ups, 148.000. Den möchte ich haben. Also, wir müssen ein bisschen Geld haben. Wie machen wir Geld? Hiermit machen wir Geld jetzt. So, wo ist der Shop? Ist die BGA? Wir fahren jetzt aber. Absenken. Speicher. Oben. Ach. Was kriege ich da im Moment für? Was ist das denn überhaupt? Station Bläser. Das ist ja auch doof. Gut, bei 2000, da machen wir doch mal erstmal einen ganz anderen und zwar zack, Echtzeit. Speichern, sicherheitshalber, man weiß ja nie. Ich habe das öfter, dass das Ding einfach abschmiert. Einmalige Chance. Mit kaufbaren Objekten, ja, habe ich doch gesagt. Iceland heißt die übrigens. Ja, mit. Hängen geblieben. So, mal gucken, dass wir mal so die grobe Richtung erstmal zum Heizwerk haben. Das ist nämlich genau die falsche Richtung. Okay, aber den Baum nehmen wir hier noch mit.
Nehmen den mit. Ich will den haben. Nicht. Aber den Baum will ich haben. Ich will diesen Baum haben. Gibt's doch gar nicht. Na also, geht doch. So, das heißt, wir müssen jetzt in die Richtung, ne? So, die Richtung, dann die. Nee, ist klar. Orientierung heute hier, das ist ja Wahnsinn. Wir haben schon 200.000 nämlich drin. Okay, wir fahren mal hier die Abkürzung. Das ist Forstweg. Der ist nur noch nicht fertig. Voll tanken. Was haben wir hier? Deiner Gartencenter. Hof, Heizwerk. Okay, können wir mal gucken, ob wir vielleicht hier die Bäume noch mitnehmen können. Da sind Pappeln, die sind effektiver. Hecke. Wer stellt denn die Pappeln so in die Hecke, dass man da nicht rankommt? Der wäre natürlich jetzt geschickt. Weil die Pappeln muss man am besten immer gleich, wenn sie fallen, gleich schon haben. Aber sonst liegen die nämlich doof rum. Dann kriegt man die ganz schlecht. Ja, gucken, ob ich sie so kriege. Kann sie im Ganzen mitnehmen. Ha. Gut, dann nicht. Die Richtung, glaube ich. Auf Karte geguckt. Ja, also hier irgendwo. Oh, da ist es doch. Das ist ja süß. Gut, dann machen wir das Ding halt hier im Wald voll. Ist zwar fremder Forst, aber passt schon. Halt. Runter. Thank you.
bisschen lose ist der Frontlader ja schon. Große Bäume hier. Dauert ja ewig. Hier nicht irgendwo ein paar vernünftige Bäume. Da stehen Pappeln. Was ist das hier? Das sieht auch schon vernünftig aus. Jedenfalls größer wie das, was wir da eben hatten, glaube ich. Hoffe ich. Ugh. Naja, 83%. Ich suche natürlich jetzt die kleinen Bäume hier raus, ist ja klar. Soll ich den mal ein bisschen nach oben malen? Zappelt da nicht so. So. Achtundachtzig. Ah, der hat sich doch gelohnt. Vierundneunzig. Na komm, nehmen wir den noch her. Sechsundneunzig. Ups, abgerutscht. Abrutscht darf nochmal. Neunundneunzig. Komm, die beiden Birken da oben noch. Der müsste voll sein. Sag ich doch. Gut. So, jetzt gucken wir nochmal Flux hier, ob die Preise nicht jetzt gerade im Keller gerutscht sind hier. Nö, 2000 und. Oh. So. Zack. Und Kohle scheffeln.
Okidok. Haben wir schlapp eine Million gemacht, nicht ganz. So, das Förderband. Ach komm, kaufen wir ein Förderband. Dann können wir nämlich jetzt. Ups, falsch rum. Ich habe nämlich noch ein bisschen was im Lager gehabt, habe ich gerade gesehen. Das andere rechts. Den ganzen Kram hier noch schnell rausholen, solange die Preise noch einigermaßen in Ordnung sind. Hat sich ja gelohnt. Na gut. So. Und auch damit rein damit. Dort waren nochmal 34.000. Das ist nicht viel, aber besser wie nix. So, er ist voll. Spring an, du Luder. Glaube, ich werde irgendwann mal versuchen, hier dieses Lenkrad, was ich noch habe, irgendwie dran zu friemeln. Könnt ihr mir vorstellen, dass das vielleicht besser geht? Ja, wie immer brauchen wir erstmal jetzt den Sorgen, damit wir hier das ganze Geschreddert aufsammeln können, da das Stroh. Den wir jetzt gleich erstmal kaufen. Ich glaube, so ganz viele Felder habe ich. Die 10 ist noch meins. Die ist ja am A der Welt. Auch so ein mickriges Ding. Die 11. Was ist denn die 9? 19 ist doch. Was ist das? Die kosten bestimmt einen Haufen Kohle. Na gut. LKW will ich haben. Zwar den da, auch wenn es nicht mein ist. Und, was möchte ich noch? Eine Sämaschine möchte ich noch. Am besten eine, die alles kombiniert. Nee. 600.000? Wie doof. Nehmen wir die. Kaufen. So, um die Sämaschine zu benutzen, muss man natürlich irgendwie auch einen vernünftigen Drecker davor hängen. Nehmen wir dann mal 230 PS. 70 PS. Das einen Sinn macht mit den vielen Rädern. Schon gar nicht zu dem Preis. Wie doch blöd sind die doch. Ja.
zum altbewährten. Der hier? Ne, der Taurus. Ja, ich würde den Taurus gerne nehmen, aber 400.000. Ich muss noch, irgendwas muss ich noch haben. Ich glaube, ich werde es erstmal mit dem hier. Und zwar nehmen wir den mal in Schwarz. So, jetzt haben wir einen Sammelwagen, wir haben einen Trecker, wir haben eine Sämaschine. Irgendwas brauchen wir doch noch. Mähdrescher. Was kostet der denn? Wie nehmen wir den? Würde ich gerne. 275.000. Ja, gut, aber wir haben im Moment nichts zum Ernten, ne? Also von daher brauchen wir den jetzt doch noch nicht so dringend. Hin. Ach du Schande. Die Richtung. Ich bin nicht durch die Hecke gefahren. Die Hecke ist dahin gesprungen. So, okay. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt noch einmal zu dem Feld hin, sammeln da so ein bisschen Zeug auf und dann soll es das, denke ich mal, auch wieder erstmal gewesen sein. Wollte einfach nur auch mal wieder was von mir hören lassen. Ich hoffe, dass das mit dem anderen, nicht neuen, mit dem anderen Headset, was ich jetzt gerade momentan verwende, einigermaßen funktioniert. Es ist jetzt, es ist von Logitech das Headset. Moment. Ich muss da mal durch. Das ist ein Logitech-Headset, das ist wireless, also mal gucken, ob das jetzt besser ist. So, klappen wir den Kram nochmal aus und sammeln hier einfach mal so ein bisschen Zeug ein. Und ja, das soll es denn auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt LS15 oder irgendwas anderes. Ich lasse mir da was einfallen. Macht's gut, haut rein und tschüss.